Der Münchner Lehrer- und Lehrerinnenverein kann sein 150-jähriges Jubiläum feiern. Dazu gratuliere ich ihm sehr herzlich und bekunde einmal mehr meinen Respekt vor den Leistungen, die er erbracht hat, insbesondere auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Erneuerung der Schulstrukturen in Bayern und die Überwindung eines Zustandes, den man sich jetzt kaum mehr vorstellen kann, dazu hat der Münchner Lehrerinnen- und Lehrerverein wesentlich beigetragen. Natürlich lag die Federführung sozusagen bei Wilhelm Ebert als dem Präsidenten des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenvereins. Ich habe ihn übrigens schon Mitte der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts kennengelernt. Da war er noch Leiter der schulpolitischen Hauptstelle, aber alles am Bavariaring in dem Gebäude. Beim Jubiläum denkt man auch an die Zukunft. Was ist jetzt nach meiner Meinung die zentrale Aufgabe des Vereins? Ich glaube, es muss immer wieder betont werden. Schule und Bildung heißt nicht einfach Anhäufung von Wissen, sondern Persönlichkeitsbildung. Heißt Vorbereitung für ein verantwortungsvolles Leben. Heißt auch Zueinanderbringen von Menschen mit unterschiedlichem Migrationshintergrund. Und vor allem halte ich für wichtig, dass die politische Bildung noch stärker in den Vordergrund rückt. Denn Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, wie manche der jüngeren Generation jetzt lange gemeint haben, sondern Demokratie muss immer wieder erarbeitet und vor allen Dingen verteidigt werden. Man darf nicht sagen, die da oben müssen oder man müsste. Nein, jeder ist mitverantwortlich für die Demokratie. Einer, der wie ich als junger Mensch noch die Zeit des Nationalsozialismus erlebt hat, der sagt das mit besonderem Nachdruck. Und darum muss auch die Erinnerung an diese Zeit und an die Ursachen, die damals in die Katastrophe geführt haben, lebendig bleiben. Im Übrigen erinnern, so hat Lessing einmal gesagt, heißt nicht das Gedächtnis belasten, sondern den Verstand erleuchten. Und dazu wird mit Sicherheit, gerade auch unter Vorsitz von Frau Lucic, der Verein einen wesentlichen Beitrag leisten.